Prime One. May I ask you a favor? My family took my baby from me and sent me here. They said it was for my own good, but it was heartless just the same. Wake up, son. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Lies of P. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Gleiche Position, an der wir im letzten Part aufgehört haben, als wir noch zum Schluss ein bisschen aufs Maul gekriegt haben. Anscheinend macht nämlich unsere Waffe jetzt, die wir jetzt neu gekauft haben, Elektroschaden. Aber wo sehe ich das denn? Ah, guck mal, wir sind jetzt auch bei etwas schwer. Aber interessiert mich gerade noch nicht. Vom Gewicht her. Wo steht denn, dass die Elektroschaden macht? Hm. Ah, hier. Physischer Angriff, Pulsladung, Fellbeladung. Und hier steht physischer Angriff, Elektroblitzangriff, Pulsladung und Fellbeladung. Okay, cool. Dann würde ich die sogar einfach erstmal als Hauptwaffe behalten, dann sind wir nämlich wieder bei 59 Gewicht. Gucken wir mal, wie die sich schlägt. Oh, das hat nicht gereicht. Denn hier um die Ecke ist nämlich noch ein anderer Dude. Da ist er. Der hat mich beim letzten Mal komplett überrascht. Komm her. Okay, die Reichweite von dem Ding ist aber nicht gerade hoch. Das ist natürlich nicht so geil. Hi. Boah, ich mag die nicht. Aber die sind mit zwei Schlägen jetzt down. Nice. Was? Wo? Oben. Ganz schön hinterhältig. Ich habe eine Katze gehört. Müssen wir die sammeln? Tschüss. Wo kommst du denn her? Alter. Der hat mir richtig gegeben. Ich höre hier eine Katze. Die müssen wir bestimmt alle sammeln. Wait. I can sense something strange. Jeepers. Is that a butterfly? Wo denn? Why is the ergo reacting like that? If you want to check it out, I can take point. Oh, wo hat er jetzt einen Butterfly gesehen? Nee, nach unten gehen will ich jetzt nicht. Hä? Ich raff's nicht. Ach, da hinten. Okay. Okay, wir können auch auf beiden Seiten nach unten. Dimensionaler Schmetterling. In manchen Teilen von Krat erscheint gelegentlich ein dimensionaler Schmetterling. Monats Lampe kann den Schmetterling aufspüren und leuchtet rot auf, um auf seinen Aufenthaltsort hinzuweisen. Sobald man sich in der Nähe des versteckten Schmetterlings befindet, erscheint er. Nach gewisser Zeit verschwindet der Schmetterling in eine andere Dimension. Töte ihn, um nützliche Materialien zu halten. Nein, haben wir es jetzt verkackt? Oh Gott, Mist. Also quasi so eine Art Crystal Lizard. Kriegen wir den jetzt trotzdem noch?
Was ist, wenn ich die Lampe anmache vielleicht? Leider nein, leider gar nicht. Okay. Ich möchte aber wissen, was das ist. Das bedeutet, wir werden jetzt einmal kurz zurückgehen. Den Stargazer nochmal aktivieren. Und gucken, ob der Schmetterling wieder auftaucht. Ja, den hätte ich auch von hinten mit dem Finisher machen können. Oh, schade. Naja. So, tauchst du jetzt nochmal auf. Er taucht tatsächlich nochmal auf. Geil. Bleib doch hier. Versteckter Mondstein. Okay, cool. Also so eine Art Crystal Lizard. Da unten ist wieder so ein etwas stärkerer. Na, wir gucken jetzt erstmal hier oben noch weiter um. Geht's überall nach unten. Oh Mann. Ich verlauf mich jetzt schon wieder, Mann. Okay, wir gehen jetzt erstmal auf der Seite hier runter. Oh Gott. Oh Gott. Yeah, aber was ist das? Together. Like we used to. Was bist du denn? Oh, was? Okay, das sind Fallen. Boah, ist ja mies. Wie soll ich die auslösen, ohne davon getroffen zu werden? Standard Isolierungskonverter. Werkstatteigenschaften, okay. Ne, Gewerkschaft. Werkstatt-Gewerkschaft. Stand da, glaube ich, gerade. I miss you, Murphy. Who is it? Is that you, Murphy? Oh. I guess not. Sorry, I thought you were my friend, Murphy. Murphy is a super cool police officer. As a puppet, even the petrification disease can't get him. I wish I was like him. You should leave so you don't catch the disease from me. If only we could play together like we used to. Murphy, I miss you. If only we could play together. Okay, Versteinerungskrankheit. Okay. Er hat mich noch nicht gesehen, oder? Du hast mich nicht gesehen, er hat mich gesehen. Scheinen hier alle krank zu sein. So, aber was machen wir jetzt mit denen da? Okay. So geht's. Nein, nicht reinrollen. Was machst du denn?
Okay, dann haben wir das Gebiet ja schon fast fertig, wa? Kommen wir hier schon durch? Nee. Okay. Dann müssen wir da lang. Finisher! Was? Nein? Kein Finisher? Das Wasser. Machst du das Wasser auch elektrisch? Nee, okay. Hätte ich jetzt gedacht. Hi. War ganz schön gemein von dir. Okay, hier geht's aber nicht weiter. Hä? Kommen wir auch noch nicht durch. Okay, wir müssen also erstmal wieder nach oben, so wie es aussieht. Na, guck mal, wie er da noch hängt. Archie. Okay, und jetzt? Wo geht's jetzt weiter? Nee, wenn ich da drauf springe, das überleben wir nicht. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Warum bin ich denn hier nicht lang gelaufen? Ah, hier waren wir doch schon. Oh, ich bin so dumm. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh. This must be your first time in the petrification disease quarantine zone. For most people, this is their last stop. You are a good Samaritan for coming all the way here. Time one. May I ask you a favor? My family took my baby from me. And sent me here. They said it was for my own good, but it was heartless just the same. A baby must be with its mother. Please go to Quart City Hall and bring me my baby.
Ja, ablehnen, ich werde sie finden. Ja, komm. Thank you so much, kind one. I can finally see my sweet Elena's face again. Please hurry. Hard scales spreading across my eyes. Before I lose my sight. Please. She said the baby was at City Hall. Should we check it out? I hope everybody's safe. Waiting and hoping is all I can do. Okay, natürlich machen wir das. Wir sind ja nett. Ausweit. Doch nicht? Ah. Hi. Du bist ein Hübscher. Eines Knüppels der Kratpolizei? Was? Ist das eine neue Waffe oder was? Tatsache. Griff eines Knüppels der Kratpolizei. Stumpfe Waffe. Aber schlechter. Hm. Würde ich jetzt erstmal nicht nehmen. Finde die Keule gerade ganz gut. Und diese Lichter hier. Mach mal aus dem Mist. Zerrissene Kritzelei. Achso, das hier hatten wir ja auch gefunden, ne? Kurz einmal aufmachen. Und zerrissene Kritzelei, die hier. Ich lebe, es juckt. Ach, okay. Es juckt, zieht man die Haut ab, sieht man blaues Blut. Blut, Blut. Hübscher Kokon, blauer Engel, freudiger Appetit, blauer Tod. Was für ein Festmahl. Tod, du. Tod, Odo und Tod. Toto und tot. Tot, tot und tot. Was zur Hölle? So, meine lieben Freunde, wir sind aber auch langsam schon wieder am Ende. Der Block. Sehr interessant. Okay, wir machen erstmal den Shortcut auf. So, jetzt aber. Dann würde ich ganz einfach erstmal wieder an dieser Stelle behaupten. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Lies of P und oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.